Nun, ist aber alles so eskaliert, dass vor ein paar Tagen, vor einer 10 Tagen, war für mich der Auslöser für den offenen Brief, der Außenminister, der Russische, gewarnt hat, Lavrov, und gesagt hat, die Lage ist jetzt, es besteht jetzt die sehr ernste und reale Gefahr eines Atomkrieges. Jetzt kann man natürlich sagen, und zwar warum? Weil Russland sagt, jetzt mischt sich Europa und Amerika aktiv ein und sie greifen uns an. Also da läuft die Grenze. Liefert man Waffen nur zur Verteidigung oder liefert man Waffen zum Angriff? Ja? Und bildet zum Beispiel Soldaten aus, was wir schon Was ist tun. passiert, ja? Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ach, der droht doch nur, ach, auf den müssen wir doch nicht hören. Ich wundere mich über die Abwesenheit von Realitätssinn in dieser Debatte. Ich moralisiere jetzt nicht. Ich erzähle jetzt nicht, wir erzählen im Brief nicht, was wir uns wünschen. Krieg ist kein Wunschkonzert, sondern wir versuchen aufzuklären über den Stand der Dinge, die Gefahr. Und natürlich droht uns jetzt wirklich, glaube ich, zum ersten Mal, solange ich denken kann, ein dritter Weltkrieg. Und das sollten wir sehr ernst nehmen. Matthias, wo stehst du da? Ganz kurz, wir können die Diskussion jetzt nicht ausgiebig führen, weil wir wollen ja auch eure Geschichten noch beleuchten. Aber kannst du der Position was abgewinnen? Ich kann Oder ihr was sagst du? abgewinnen, aber ich teile sie nicht in dieser Form, weil natürlich auch Realität ist, dass dieser Krieg genau beobachtet wird von sehr vielen, unter anderem von den Chinesen. Und wenn diese Form der Aggression mit dem Hinweis, wir haben eine Atombombe und wir machen das jetzt, einfach abgenickt wird oder die anderen irgendwie unter dem Eindruck der Angst, die wir natürlich haben müssen und haben sollen. Das ist ja auch Sinn und Zweck dieses Manövers der russischen Politiker, dass sie uns jetzt Abschusspläne von Atombomben zeigen, damit wir Angst bekommen. Und wer hier keine Angst bekommt, bei dem stimmt ja was auch nicht. Die Angst soll uns dann aber nicht all die Tage führen, sondern klar ist, wenn der mit der Nummer durchkommt, dann steht China übermorgen in Taiwan. Auch mit dem Hinweis, alle bitte ruhig bleiben, wir haben eine Atombombe. Und so geht's dann Aber Herr weiter. Scholz, Und haben Sie wir den haben ein Satz? Problem mit Atombomben, aber wir können uns auch nicht so lösen, dass wir sagen, ja, ich lasse mich Darf ich damit ganz kurz bitte? bei jeder Gelegenheit erpressen. Ja, nein, es geht ja nicht um Schießen. Erpressung, es geht einfach um die reale Einschätzung der Lage. Ja. Und der NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat vor ein paar Tagen folgende Sätze gesagt: Es wäre schlimm, wenn Putin gewinnt. Aber es wäre vielleicht noch schlimmer, wenn Putin verliert. Was heißt das? Was würde ein gedemütigter, in die Ecke getriebener Putin tun? Also, Ja, schon. und der bisherige Militärberater von unserer früheren Kanzlerin, Generaloberst Spahn, sagt, eigentlich wäre jetzt der Moment nicht zur Kapitulation. Niemand redet von Kapitulation, für Verhandeln. Verhandlungen, Ja, weil einverstanden. er sagt, die eine Seite, die Ukraine, hat Kiew erfolgreich verteidigen können, großartig. Und Putin ist jetzt im Osten der Ukraine. Und jetzt könnten die beiden gucken, wer macht welche Kompromisse. Und ein Ende mit dem Ja, Sterben. einverstanden. Wir müssen Wege schaffen, wo man nicht im totalen Gesichtsverlust endet und wir in Verhandlungen kommen. Gleichzeitig, und das werden Sie auch teilen und das wird Ihnen ja auch als Beispiel von vielen auf dem Tisch serviert, wenn beispielsweise ein Mann mit häuslicher Gewalt seine Frau schlägt, brutal schlägt, und wir wissen, okay, wenn ich ihn noch mehr in die Exponierung schicke, wenn ich ihn vor dem ganzen Dorf blamiere, dann da schlagt er vielleicht die Frau. Und deswegen ziehen wir ihn nicht zur Verantwortung, deswegen setzen wir uns nicht zur Wehr.